guten Tag für unser heutigen Video. Heute dreht sich alles um Dehnung und Stretching. Das ist ein ganz schönes Thema und schweres Thema eigentlich und das manchmal für euch unbeliebt. Das geht manchmal an die Grenze, aber das muss sein für unsere Verletzungen, für unsere Gelenke ist es ganz wichtig. Für mich ist wichtiger, dass Sie auf die Hinweisungen immer gut achten und dass Sie machen, was Sie können. Wir müssen an unsere Körpergrenzen gehen, aber nicht das überschreiten. Ja, das dafür wird ihr mich lassen, aber das nehme ich. Ich brauche natürlich ein Kissen dazu und einen Stuhl oder Couch. Jeder hat einen Couch zu Hause. Bevor wir starten, da kann jeder von Anfang an einen dicken Kissen, ganz schön dick, stabil, oder eine Decke, die ein bisschen zusammenrollen können, auch kann man auch nutzen. Okay, dann lassen wir jetzt erstmal zur Seite. Die bleibt neben uns, die wir brauchen. Und wir starten ganz normal erstmal oben mit leichter Dehnung. Wir brauchen unsere Schulter und unsere Beine und den ganzen Körper. Wir starten ganz oben. Wir heben unsere Arme nach oben und versuchen den Unterarm zu uns zu ziehen. Ganz schön wie möglich dehnen wir die Brustwirbelsäule, Schulter ganz schön angenehm. Achtet darauf, dass dieser 90 Grad Winkel ist, ist ganz wichtig. Dieser Winkel muss auch geradeaus, für die Leute, die nicht das können, ist es kein Problem. Wir machen nur, was wir können. Sie ziehen und halten 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und locker lassen. Und wir nehmen den zweiten Arm, auch 90 Grad Winkel, ganz schön. Und ich ziehe meinen Unterarm und damit kommt mein Arm komplett zu meinem Körper und halten wir. Nicht vergessen, ein- und auszuatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Sehr gut. Nochmal von oben nehmen wir die beiden Ellenbogen. Viele würden das nicht hinkriegen, ist es nicht so schlimm. Wir halten vor den Körper und wir ziehen ganz schön die Schulter hinten. Wir halten nur die Grenze, was wir können. Und zeige ich euch von der Seite her. Bitte nicht die Gesäßmuskulatur nach hinten. Bleiben Sie ja ganz schön geradeaus. Und wir ziehen mit beiden Schultern. Die Schultern müssen runtergedrückt sein. Der Körper auf Linie, nur die Schultern. Gehen hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und Luft holen und tief atmen. Sehr gut. Jetzt gehe ich auf meine Bank erstmal und ich versuche ganz schön mein Körpergewicht. Das zweite Bein ist geradeaus. Der Körper nicht nach hinten gestellt, sondern alles auf eine Linie. Und ich versuche, mein Gewicht auf meinen Ballen zu tragen. Ganz schön die vordere Seite auf den Ballen. Ganz schön. Achte drauf, dass mein Ballen und mein Knie auf eine Linie sein sollten. Von der Seite her. Ganz schön. Und locker lassen. Jetzt guck mal, meine vordere Seite auch. Das war diejenige, die ein bisschen hier Probleme mit dem Fuß. Es ist nicht so schlimm, das ist aber wichtig. Versuchen Sie, was Sie können. Ganz schön nach unten drücken, die vordere Seite und halten wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und schön. Dass unser Fuß ist gesichert. Und natürlich machen wir mit dem zweiten Fuß, auch auf der Ballen, bitte kein Winkel mit dem Gesäßmuskulatur, bitte nicht. Alles nach vorne ziehen, der Rücken muss aufrecht sein und das Gewicht kommt ganz nach vorne, als hatten wir das Gefühl, unser Gewicht trägt nur meinen Fuß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super gemacht.
Jetzt zeige ich euch von der Seite. Jetzt die vordere Seite meines Fußes. Ganz schön. Immer was dicker. Ganz locker. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tief atmen. Acht, neun, zehn. Und locker. Das sieht ihr aber alle. Sehr schön. Wunderbar. Okay, seid ihr bereit? Das ist meine Arme. Brust breit. Und dann wieder nach oben. Und meine Fersen ganz schön auf den Boden drücken. Meine Brustwirbelsäule, versuche ich das ganz schön. Öffnen wir und erhalten wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wunderbar. Und runter. Das ist jetzt schön. Da halten wir, wir sitzen jetzt ganz schön gerade und versuche ich jetzt ganz schön meinen Rumpf zu dehnen. Mein Rumpf ist ganz wichtiger in dem Bereich. Und dann die Beine sind lange. Halte ich meinen linken Arm auf meinem rechten Bein. Ganz schön. Guck mal, dass es meine Schulter hier sehen kann. Ich muss jetzt hier den Griff haben, das ist meine Schulter vor mir sehe. Ziehe ich jetzt mein Becken nach vorne. Ich zeige euch von der Seite, wie das aussehen sollte. Das ist ja mein Arm, von außen hin. Ich muss meine Schulter fast vor mir sehen. Schicke ich mein Becken nicht nach hinten, sondern ganz schön bewusst nach vorne. Der zweite Arm geht hinten, wie ich kann. Und bitte nicht nach hinten gehen. Versucht wie möglich geradeaus zu bleiben. Und da halten wir die Rotation. Wichtig ist, guck mal, meine Ballen müssen zu meiner Nase gezogen sein. Ganz schön. Und halten wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr schön. Gut gemacht. Und natürlich wollen wir die zweite Seite unseres Rumpfes trainieren. Ganz schön. Lange Beine, meine Beine unbedingt zu meiner Körperrichtung ziehen. Der Arm von außen greifen, die Schulter muss ich ja sehen, weil in dem Moment, wo meine Ellenbogen wirklich oder meine Schulter nicht sehen kann, dann ist es diese Belastung, diese Haltung im Rücken nicht stattfinden. Und das ist der zweite Arm. Becken zieht unbedingt nach vorne und meine Arm ganz hinten. Und versuche ich meinen Rücken ganz aufrecht zu halten. Halten wir hier die Position in 1, in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und zurückgehen und Luft holen. Wunderbar. Als nächstes möchte ich jetzt gerne, dass wir in eine Butterfly-Position gehen. Butterfly-Position, das ist meine Füße zusammenziehen, meine Füße ganz schön und meine Knie nach außen zeigen und mein Becken ganz schön vorne und wir halten, versuchen wir entweder unsere Füße oder unser Schienbein anzufassen. Und da drücken wir ganz schön nach vorne und halten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und Luft holen. Sehr schön. Okay, wir haben vorhin unsere Butterfly-Position gemacht. Das war ein bisschen leichter Dehnung dabei. Ich musste jetzt an die Sache harter zu gehen, vor die Leute, die sagen, ja Mensch, ich brauche ein bisschen mehr. Okay, und dazu nutze ich diesmal unser Kissen. Wie ich gesagt, ist es auch schön Kissen. Jeder hat ein bisschen dicke Kissen dabei oder eine gerollte Decke, da kann er auch vor sich haben. Das ist meine Füße sind zusammen. Den Knie muss man unbedingt nach außen zeigen. Und dann halte ich die Position im Rücken ganz schön geradeaus. Und jetzt versuche ich wie möglich, und ich betone das, wie möglich, jeder nach seinem Körperbedarf,
vorne die Kissen anzufassen. Das ist wunderbar, weil ich kriege schon ganz schön im Rückenbereich ganz schöne Haltung und ganz extreme Dehnung. Von innen, meine Oberschenkel, meine Gesäßmuskulatur zieht und es ist wunderbar. Ja, das sage ich ja schon. Es ist ja wunderbar, dass es alles gut läuft und wir halten hier die Position, strecken wir die Arme, wie wir können und atmen wir tief. Eins, zwei, weit, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und wir halten noch ein Zehn dazu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und zurückgehen. Ja, sehr schön. Jetzt, wo ich jetzt dabei bin, strecke ich mein rechten Bein zur Seite und das linke Bein. Es ist ganz schön eine halbe Schneidersitz. Es ist, hier ist eure Sache. Wer kann, kann das Bein ganz schön 90 Grad stellen. Wer sagt, ach Mensch, das ist so viel für mich, mein Körper kann das nicht schaffen, ist es ja kein Problem. Wir stellen das Bein in diesem Bereich. Aber wichtig, das ist, meine Grenze ist. Nicht, das ist nicht so, naja, es ist angenehm, bequem. Nein, muss nicht angenehm und bequem sein, ja. Also, das ist jetzt mein Bein, mein rechtes, das ist das zweite. Ich werde jetzt hier im inneren Bereich ganz schön ziehen und meine Gesäßmuskulatur und die Lendenwirbelsäule. Zuerst, die Kissen ist da. Was machen wir? Wir krabbeln drauf. Und wir ziehen die Kissen vorne. Wichtig ist, dass ich meine Hüfte und mein Gesäß den Boden nicht verlassen. Sie müssen auf dem Boden bleiben, sonst ist die Dehnung weg. Wir versuchen nach vorne und unten runterzukommen. Und halten wir, das zieht, ich weiß, aber ist es richtig? Halt, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und zurück. Wunderbar. Ich bleibe dabei. Ich lasse meinen Arm auf dem Kissen. Der zweite Arm geht in der Mitte dazwischen. Ich kann auf meine Finger hier stützen. Oder wer kann und sagt, nee, das schaffe ich, kann er das ganze Hand auf den Boden stellen. Entweder oder. Jeder, was er kann. Und dann, der Hand bleibt hier stabil und ich versuche, das weiteste Punkt zu erreichen. Das ist meine Grenze, dann bleibe ich unten. Tief atmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und langsam nach oben kommen. Dasselbe machen wir jetzt mit dem zweiten Bein. Das ist ganz schön. Und das zweite zur Seite. Und dann gehen wir, jeder was er kann, nach vorne. Graben wir auf die Kissen und tauchen wir runter. Die Arme müssen gestreckt sein, wie möglich. Wie möglich. Und dann halten wir hier. Die Gesäßmuskulatur und die Hüfte verlassen den Boden bitte nicht. Und da eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9, 10 und zurück. Wunderbar. Jetzt halten wir die Hand auf die Kissen und mit dem anderen Hand und Arm dazwischen. Entweder Finger oder komplette Hand zurück und dann gehen wir vorne, wie wir können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und wieder zurück. Sehr schön. Habt ihr gut gemacht. Und wir nehmen jetzt unsere
linkes Bein. Ich saß ja so, dann gehe ich mein linkes Bein auf der Matte oder auf den Teppich. Versuche ich das weitest zu strecken wie möglich. Ja, es ist ja schwer. Versuchen Sie wie möglich das hinzukriegen, weil es eine leichte Beugung ist, es nicht so dramatisch, ist es ja in Ordnung. Jetzt drehe ich mich, das Bein bleibt hier ganz schön und dann versuche ich mich jetzt hier zu gehen. Guck mal, meine Hüftbeuger sinkt ganz schön, meine vordere Seite des Oberschenkels auch und die Gesäßmuskulatur. Wenn ich ja bereit bin, also das Bein wirklich macht dieser Winkel, je ich natürlich mit dem Bein vorne gehe, desto besser. Aber das muss man ein bisschen aufpassen. Lieber so sicherer. Und jetzt gehe ich vorne auf dem Kissen. Kannst du ein bisschen nur ein Schläfchen machen vor 10 Sekunden. Halten wir, versuchen möglichst das Bein gerade zu stellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 und zurück. Für die Leute, die sagen, Mensch, das ist ja für mich wirklich sehr schwer, dieser Winkel zu kriegen. Es ist kein Problem. Dann mache ich mich ein bisschen kleiner. Ganz schön hier. Versuche ich dann hier runter zu gehen und zu halten. Und dann spiele ich mit meinem Knie, das ist okay, winkeln, winkeln, das ist meine Grenze, dann halte ich. Also wir haben diese zwei Varianten für die Leute, die strecken können und für die Leute, die nicht strecken können und es angenehm in dieser Position zu gehen. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite, wir nehmen natürlich unser Kissen mit. Das ist jetzt mein rechtes Bein. Der zweite geht immer auf der Winkel. Versuche ich jetzt mein Bein zu strecken, dann kommt mein Körper drauf. Guck mal, wie schön, dass die Hüftbeuge ganz schön nach vorne, die vordere Seite des Oberschenkels zu gehen. Und dann ist es mein Gesäßmuskulatur und die Lendenwirbelsäule, dass diese geraden Rücken ganz schön und mein Schläfchen nicht vergessen und halten. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 und zurück. Die Alternative zeige ich euch nochmal. Guck mal, ich brauche nur, dass ich beide Beine jetzt hier stelle. Und dann kann ich ganz schön, dann versuche ich mit meinem Knie nach hinten zu orientieren, bis ich an meine Grenze gehe. Und dann tauche ich runter vor 10. Sekunden. 9, 10 und 6. Wunderbar. Ja, da bin ich wieder. Und wie ihr seht, zu der nächsten Übung brauchen wir einen Stuhl. Oder wenn ihr zu Hause normaler Couch, passt auch wunderbar dazu. Da kann man unsere Übung ganz perfekt machen. Das ist jetzt meine Hüftbeuger, mein Becken, mein Gesäß und meine Oberschenkel dazu geeignet und das ist ganz schön. Achtet drauf, das ist nicht so einfach, das sage ich ja ganz ernst, aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Versucht ihr, was ihr könnt und da gehe ich jetzt hier ganz langsam, natürlich gehe ich Vorsicht auf mein Knie. Ich halte jetzt diesen Winkel, 90 Grad Winkel, Fuß, Knie, Hüftgelenk auf Linie. Halte ich den Stuhl, in dem Fall habe ich jetzt den Stuhl, oder auf dem Couch, dann muss ich meine Arme nach vorne legen. Ich kann beide Varianten machen. Jetzt was auf, der zweite Bein, der geht ganz schön nach hinten. Der Rücken bleibt auf jeden Fall geradeaus, bis ich sicher bin. Mein Hüftbeuger ist tief, mein Fuß auf dem Boden und mein Bein auch. Und versuche jetzt hier, mal den Bereich hier ganz schön nach vorne, wie ich kann, zu ziehen. Ich kann jetzt so halten und immer tiefer Richtung Boden. Die Leute, die keinen Stuhl haben auf dem Couch, natürlich werben die Arme so auf dem Couch und dann halten wir. Auf 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Das ist ja mal schön. Und dann nehme ich das zweite Bein, der Winkel. Kann schön Fuß, Knie, Hüftgelenk auf Linie bleiben. Stuhl wird so. Oder wenn ich auf dem Couch bin, nach hinten. Und jetzt rutsche ich mit meinen Beinen ganz, wie ich kann, nach hinten. Der Rücken bleibt unbedingt geradeaus, diese Haltung im Rücken. Wichtig für mich ist, dass ich mit meiner Hüftbeuge ganz vorsichtig nach vorne Richtung Boden drücke und dann tief vorne. Halten wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Man spürt, da hat hier wirklich ganz schöne Spannung um den ganzen Bereich. Jetzt ist mir wichtig, guck mal, jetzt ist unsere Wade ganz, ganz gut. Die brauche ich auch für meine nächste Übung. Und zwar, ich gehe jetzt mit meinem Bein, wie vorhin, mit kompletten Fuß auf die Matte. Guck mal jetzt hier, diese vordere Seite meines Fußes muss auf dem Boden sein. Jetzt gehe ich runter. Der zweite Bein, mein gestrecktes Bein, die bleibe ich mit dem auf dem Ballen, halte ich den Stuhl jetzt hier fest oder den Couch, tauche ich mit meinem Überkörper runter und jetzt versuche ich mit meinen Fersen nach hinten zu drücken, als hätte ich jetzt den Versuch, meine Fersen Richtung Boden zu ziehen. Ganz toll. Und halten wir. Oben werde ich jetzt in dieser Position meine Brustwirbelsäule und meinen Arm ganz schön auch dehnen. Ziehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker. Das war von den Count natürlich mit dem Stuhl, kann ich jetzt auch hier. Oder könnt ihr auch ohne Stuhl machen, dass ihr die Hände auf den Boden zieht und immer mit den Fersen nach hinten, bis die Wade komplett zieht. Jetzt nehmen wir das zweite Bein, Fuß auf den Boden und hier auf dem Ballen bleiben und die Fersen Richtung dem Boden zu drücken. Richtig, richtig drücken, richtig. Und kann ich mich wieder an den Couch anlehnen oder auf meinen Stuhl. Ganz schön, zieh mal den Fersen ganz schön nach hinten. Halten wir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker. Wie ich gesagt, die Alternative ist eigentlich, dass ich hier auch ohne Stuhl oder ohne Couch mache. Das ist hiermit geradeaus und versuche ich die Fersen ganz schön nach hinten zu drücken. Schön. Ja, das war unsere Dehnübung für heute mit dem Stuhl und unserer Kissen. Bitte versuchen Sie das ganz vorsichtig und langsam zu machen, damit es alles richtig geht. Und ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal.